In diesem kleinen Video stelle ich euch den File-Dialog von Office, hauptsächlich Excel, jetzt in diesem Fall vor, bei dem ihr Dateien auswählen könnt für eure Excel-Datei oder für eure Word-Datei. Und zwar in diesem Fall wie hier in diesem Beispiel. Ich fasse es erstmal kurz durch. Wir haben hier einen fetten Button, den wir Select genannt haben. Wenn ich da draufklicke, dann kann ich irgendwelche Dateien auswählen. Die hier zum Beispiel, da habe ich eine Datei drin im Text, so in diesem Feld reingefügt. Und das kann der Code. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Einen Button habt ihr ja sicherlich schon mal in Excel gemacht. Da geht ihr auf die Entwickler-Tools, legt euch so einen Button rein. Wo haben wir denn? Da ist einfügen, Button. Dann habt ihr so den Button, den ihr hier reindroppen könnt. Und könnt einen Code anbinden. Zu dem Code kommen wir auch gleich. Zu diesem Select-File habe ich den Code genannt. Mit Alt F11 kommt ihr auf euren Code und in Alt F11 habt ihr folgenden Code, den ihr einfügen müsst. Dem Object-File ist, oder File-Dialog ist File-Dialog. Wo kommt jetzt dieses File-Dialog her? Das ist schon im Office mit drin. Und da kann man sagen, select mir mehrere Files, zum Beispiel hier True. Sagen wir hier, wie soll der Button heißen, rechts unten, ne? Filter, Title und so weiter. Und dann macht man eine kleine Prüfung. Object, Files, File Dialog, ist irgendwas angeklickt worden? Wenn nichts angeklickt worden ist, soll er bitte nicht weitermachen. Und dann soll er sagen, for I File, also für jedes File, das du findest in Selected Items Count. Nimm den aktuellen Bezug, was du gefunden hast, und dann kriegt man einen String zurück, der von diesem Datei ist. Machen wir hier mal. Wir machen hier Select, wir wählen eine Datei aus. Select, schwuppdiwupp, haut den hier rein. Und jetzt sehen wir hier, wenn ich mit dem Dings drüber gehe oder Shift F9 sage, dann sehe ich hier einen Überwachungsausdruck. Ja, wie im Überwachungsstaat sieht man, dass man hier dass diese Datei, was da selektiert wurde, was gibt dieser File-Dialog zurück? Da gibt der komplette Pfad zurück, den man ausgewählt hat. Dann habe ich in diesem Beispiel nur ein paar zusätzliche Features gemacht. Ich habe gesagt, okay, sammle alle Files, die es da gibt. Und wenn du es nur einmal gemacht hast, dann muss man natürlich nur einmal im Loop laufen. Und dann habe ich gesagt, gebe das Ganze aus unter Active Names Variable Files Reverse Range to Range Value 2 ist gleich Files. Machen wir mal. Das heißt nichts anderes. Variable Names. Wir gehen in Excel rein. Ich möchte was in diese Zelle schreiben. Wenn man jetzt hier oben in den Text, in dieses linke Oberfeld reingeht, dann wird eine Namensvariable deklariert. Die sage ich zum Beispiel, die heißt var Files. Sie können auch was anderes eintippen. Jetzt natürlich nicht. Und dann ist die Variable im Hintergrund zur Verfügung. Man muss dann nur sagen, Active Workbook Names, Namensvariable, so heißt du. Der Range ist die Zelle. Value 2 ist der Wert, den du reinschreiben sollst und das ist der Wert dazu. Den Code zu dieser genialen File-Dialog-Geschichte, den findet ihr hier unter meiner Code-Doku. Den lege ich euch dort mit rein, könnt das auch als Datei mit runterladen. Und könnt diesen Code dann in eure eigene Anwendung mit einfügen. Ansonsten könnt ihr den Code auch einfach hier rauskopieren, optimieren und sagen, was für ein Scheiß ist das, was der da programmiert hat. Und euch beschweren. Falls ihr Fragen habt, macht unten ein Abo und dann könnt ihr euch bei mir melden.